Vielen Dank, Frau Abgeordnete Gersberg. Für die Fraktion der CDU hat jetzt die Abgeordnete Bächle-Scholz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lassen Sie uns nun nach der Abarbeitung eines Wahlprogramms mal wieder zu den Fakten kommen. Und ich freue mich, festzustellen, dass der Landessozialbericht von einer so guten Qualität ist, dass er schon zum wiederholten Male Grundlage für einen Antrag hier im Haus ist, wobei die Qualitäten der Anträge unterschiedlich sind. Also der Antrag der LINKEN hat durchaus mehr Qualität als der der AfD, was wir das letzte Mal hatten, die ja selbst den Bogen zur EZB gespannt haben. Aber auch beim Antrag der LINKEN fällt auf, dass Sie schon gleich zu Beginn die Frage der Armut und der Armutsbekämpfung mit einer Neiddebatte verknüpfen. Ich stelle nicht in Abrede, dass in Hessen eine große Zahl von Armutsbetroffenen gibt. Ich bezweifle aber, dass die Gegenüberstellung der Zahl der Armutsbetroffenen gegen die von 2.000 Einkommensmillionären uns weiterbringt. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass Personen, die ein steuerpflichtiges Einkommen von 1 Million € haben, hierauf mehr als 400.000 € Steuern zahlen. Also, dass diese 2.000 Personen sicherlich deutlich mehr als 800 Millionen € Einkommenssteuer abbringen und mit dieser Steuer zur Finanzierung dieses Staates beitragen. Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft trägt so das reichste Zehntel der Bevölkerung mehr als 50% der Einkommenssteuer. Auch das gehört zur Wahrheit. Mir ist in diesem Zusammenhang ein Satz eingefallen, der wohl von Konfuzius stammt. Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einem Mann zu fischen und du ernährst ihn für ein ganzes Leben. Ihre Lösung für die Frage der Ernährung des Mannes lautet anders. Lasst uns dem Fischer das Netz wegnehmen. Ich halte diese Antwort für nicht zielführend. Ich glaube nicht, dass diese Antwort den Mann auch nur einen Tag ernährt. Und noch einen Punkt möchte ich aufgreifen. Die Frage der relativen Armut und des Armutsrisikos. Grundsätzlich ist dies ein Messwert, den wir sicherlich im Auge behalten müssen. Allerdings ist es auch erforderlich, eine solche Statistik kritisch zu hinterfragen und ihre Grenzen der Ausdruckskraft zu sehen. Und lassen Sie mich das einmal verdeutlichen. Wenn alle nichts haben, führt diese Statistik zu dem Ergebnis, dass es statistisch keine Armut gibt. Sobald jedoch einigen es gelingt, ihre Situation zu verbessern, führt dies statistisch zum Vorhandensein von Armut. Um es konkreter zu beschreiben, gerade wenn es uns gelingt, besonders armen Menschen zu helfen und wir tatsächlich etwas geleistet haben, haben wir statistisch allerdings leider die Armut nicht verringert. Und insbesondere dann, wenn sich die Einkommenssituation besonders im mittleren Segment verbessert hat, kann dies gerade dazu führen, dass sich die relative Armut vergrößert. Aber ich will nicht nur über die Statistiken diskutieren, sondern auch über konkrete Schritte zur Bekämpfung der Armut. Und lassen Sie mich hier zu einem von Ihnen genannten Stichpunkten Beispiele geben. Kommen wir zum Stichpunkt Arbeit. Zur Frage des Mindestlohns, auch eines Landesmindestlohnes, wurde schon bei vielen Gelegenheiten etwas gesagt. Auch die Wiederholung Ihrer Forderungen ändert nichts an der Tatsache, dass das nicht eine Frage des Hessischen Landtages ist, sondern der Tarifautonomie. Hier sind nicht wir, sondern die Arbeitgeber und die Gewerkschaften im Rahmen von Tarifverhandlungen gefordert. Dies gilt auch für die Frage einer Viertagewoche und Ähnlichem.
Und wenn Sie sich gerade einmal mit dem Wirtschaftsrat hier in Hessen unterhalten, so lehnt der eine Viertagewoche ab, weil er sagt, dass in der Regel eine Viertagewoche auch mit 20% weniger Einkommen einhergeht. Im Übrigen sollte Ihnen auch bekannt sein, dass sich die Hessische Landesregierung mit der Frage der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen auseinandersetzt, ebenso wie die Tatsache, dass die Aufhebung von Arbeitsverboten für Migrantinnen und Migranten eine Frage des Bundesrechts ist. Ein weiterer Stichwort bei Ihnen ist der Wohnungsbau. Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau wurden zwischen 2014 von rund 77 Millionen auf in 2022 rund 349 Millionen erhöht. Für 2023 stehen 430 Millionen und für das kommende Jahr. Lassen Sie eine Frage des Abgeordneten gerne zu. Nein, danke. 450 Millionen Euro zur Verfügung. Also in 10 Jahren kam es zu einer Erhöhung von 378 Euro. Das ist fast das Sechsfache. Die Mittel sind also vorhanden. Dies gilt selbstverständlich auch für die Schaffung barrierefreien Wohnraums. Die tatsächlichen Hindernisse, und da hat der Kollege Pürsün von der FDP schon darauf hingewiesen, liegen aber zum einen bei den zur Verfügung stehenden Flächen und zum anderen in der zurzeit gegebenen hohen Auslastung im Bereich der Bauwirtschaft. Und diese Hindernisse lassen sich einfach nicht mit Geld wegfinanzieren. Dann in der Bildung. Sie fordern die Abschaffung von Elternbeiträgen für Kitas. Sie vergessen dabei, dass für den Zeitraum von bis zu 6 Stunden pro Tag in Hessen seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt keine Beitritte von den Eltern erhoben werden, also umgesetzt. Ebenso unterschlagen Sie, dass im Falle der Bedürftigkeit die Kosten der Kinderbetreuung von staatlicher Seite teilweise oder ganz übernommen werden. Und allerdings gehört zu diesem Punkt auch die Tatsache, dass der Bund und das Land Hessen die Schaffung neuer Kindergartenplätze durch die Kommunen massiv fördert. Die Hindernis für das Zurverfügungstellen von mehr Kindergartenplätzen ist in den meisten Fällen jedoch nicht das Geld, sondern das Finden von geeigneten Fachkräften. Wie das die Landesregierung umsetzen möchte, haben wir bereits in den letzten Tagen diskutiert. Und ich möchte hier nur noch einmal auf das Programm PIVA hinweisen. Ja, Teilhabe an Gesellschaft, Kultur und Sport. Mit diesem Stichwort fallen mir die vielen Maßnahmen zur Förderung der Vereine und im Bereich des Ehrenamts ein. Hierdurch wird Teilhabe möglich und eine bessere Integration als durch die Teilnahme am Leben in einem Verein kann es in unserer Gesellschaft unabhängig der Frage von Herkunft und sozialer Stellung sicherlich nicht geben. Im Digitalen, sagen Sie, soll Ausbau erfordern. Ja, im Digitalen haben Sie gänzlich das Projekt Digitale Dorflinde vergessen. Immerhin stehen hier, Stand heute, 2.361 WLAN-Hotspots zur Verfügung, 865 Standorte sind in der Arbeit und weiter über 3.000 sind beauftragt. Und wenn wir jetzt zur Mobilität kommen, auch hier nichts Neues. Natürlich fordern Sie das 9-Euro-Ticket. Da bin ich nicht überrascht. Das hätte mich eher enttäuscht, wenn Sie es nicht gemacht hätten. Aber allerdings finde ich es erst einmal gut, dass wir neben den Tickets für Senioren, Schüler und Studenten jetzt das 49-Euro-Ticket haben. Wir haben gerade die Enquete-Kommission, die sich damit beschäftigte, wie Mobilität in Hessen im Jahr 2030 aussehen soll, beendet. Und hier wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet. Und nun gilt es abzuwarten, wie diese Empfehlungen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Wir haben uns ja hier auch schon mal zu einem Setzpunkt der FDP ausgetauscht. Und wenn wir auf die Gesundheit schauen, auch hier sehe ich eine gute Arbeit der Landesregierung. Sie fordern eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung.
in Stadt und Land. Die Landesregierung hat schon vor längerer Zeit sich auf diese Frage eingestellt und eine Landarztquote geschaffen. Jetzt könnte ich noch vieles zur Gesundheitsfinanzierung sagen, aber hier ist, wie in vielen Fällen, die Sie aufführen, nicht das Land Hessen, sondern der Bund Ihr Ansprechpartner. Und wenn wir bei Ansprechpartnern sind, Sie haben ja betont, Sie stehen mit den Verbänden in Kontakt. Auch ich kann für die CDU sagen, dass wir mit zahlreichen Sozialverbänden in immer direkten und sehr intensiven Austausch sind. Frau Abgeordnete Bechtel-Scholz, Sie müssen zum Schluss kommen. Das möchte ich auch. Und man sieht allein an den Ausführungen, die ich eben gemacht habe, wie weit Ihr Antrag von der Realität und den sachlichen Notwendigkeiten entfernt ist. Für die CDU ist die Hilfe zur Selbsthilfe und kein Füllhorn an Geld. Denn wir verwalten Armut nicht, wir handeln. Und insofern lassen Sie uns da, wo es notwendig ist, die Armut bekämpfen, aber keine Neiddebatte führen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt der Abgeordnete Bocklet das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Armut grenzt aus. Armut verhindert Teilhabe. Armut macht krank. Armut verletzt die Würde des Menschen. Und schließlich: Armut spaltet unsere Gesellschaft und gefährdet den sozialen Frieden und damit letztlich auch die Demokratie. Und deshalb lassen Sie mich gerne noch zu Beginn ergänzen: Jeder Mensch, der von Armut bedroht oder direkt davon betroffen ist, auch in Hessen, ist eine Person zu viel. Ob dies nun 17, 18 oder 15% Betroffene sind, der Anstieg, der ist, wie ich finde, nicht zu groß. Aber jeder Mensch, der davon betroffen ist, ist einer zu viel. Und deswegen hat sich auch in zwei Koalitionsverträgen die Landesregierung mit entscheidenden und vielen Maßnahmen diesem Thema gewidmet. Und in dem Antrag formulieren Sie unter Punkt 4, die Landesregierung habe dazu nichts und keine Maßnahme ergriffen. Deswegen möchte ich meine Redezeit dazu verwenden und auch die Chance nutzen, Ihnen zu zeigen, was wir alles getan haben. Nämlich der Handlungsansatz der hessischen Landesregierung ist ein ganzheitlicher. Wir wissen, dass es darum geht, nicht nur durch Transferleistung Armut zu bekämpfen, weil das ist das Hauptproblem ist die Einkommensarmut. Das überrascht wenige. Und diese Einkommensarmut gerade von Kindern ist abhängig von deren Eltern und die Eltern, die keine Arbeit haben. Also es ist natürlich der Hauptpunkt, dass wir einen Arbeitsmarkt haben, der aufnahmefähig ist. Und dafür haben wir, wenn dies nicht der Fall war, haben wir Arbeitsmarktprogramme in über 24 Millionen im Sozialbudget eingestellt. 24 Millionen Euro für Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogramme. Ich finde, das ist mehr als nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht auch darum, ein Abrutschen von den Menschen dort hinein. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass die Menschen alle eine gute Bildung haben, sodass wir wissen, von den prekären Arbeitsverhältnissen sind meistens Menschen mit geringer Bildung. Deswegen haben wir Weiterbildungs-, Weiterqualifizierungs- und auch Seiteneinsteiger dazu verholfen, wieder zu einer guten Ausbildung zu kommen und damit auch zu Einkommen zu kommen, das nachhaltig hilft, dass sie dort eben nicht unter die Einkommensarmut rutschen. Der Armut, das wissen wir auch, gerade sind davon betroffen, sind alle Alleinerziehende. Auch denen fällt es schwer, Ganztagsjobs anzunehmen oder überhaupt Jobs anzunehmen. Und ich glaube, dass wir, das haben wir mehrfach hier dokumentiert in unseren Haushalten, mit 1 Milliarde Euro noch viel Geld wie noch nie in den Haushalt eingestellt haben, um die Kommunen dabei zu unterstützen, Kinderbetreuung sicherzustellen. Das hilft auch Alleinerziehenden und das sollte man nicht abtun, als ob wir da nichts tun würden. Das hessische Sozialbudget, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist bundesweit immer noch beispielhaft. Es ist mit über 120 Millionen Euro bundesweit das größte Sozialprogramm, in dem in über 45 neudeutsch und haushaltspolitisch ausgedrückten Förderprogrammen oder 45 Themenprogrammen immer noch ein riesiges Programm, das Menschen in Not hilft, das Menschen dazu befähigt, wieder eine selbstständige Teilhabe in Hessen zu bekommen. Denn wir wollen ja die Hemmnisse zur Arbeitsaufnahme tatsächlich auch
wieder abschaffen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir die Schuldnerberatung gestärkt haben, weil wir wissen, dass verschuldete Menschen eine geringere Motivation haben, wieder arbeiten zu gehen. Schuldnerberatung haben wir haben Ausbildungsprogramme, wir haben die Arbeitsmarktprogramme, wir haben Kinderbetreuung eingestellt. Arbeitsmarkt, habe ich schon gesagt, dazu gehört es auch, dass gerade die Menschen, die prekär und schon länger arbeitslos sind, dass sie die Möglichkeit haben, wieder mit einer Qualifikation wieder einen Job zu finden. Und dieses Sozialbudget mit über 120 Millionen, finde ich, kann man nicht abtun, dass wir hier nichts zur Armutsbekämpfung getan haben. Ich finde, Frau Böhm, Ihr Auftritt ist da völlig unerträglich an dieser Frage. Völlig unerträglich. 120 Millionen Euro, die ganzheitlich darauf einwirken. 1 Milliarde allein für die Kinderbetreuung. Und Sie haben ja auch die anderen Punkte angesprochen. Armutsbekämpfung ist in der Tat ein ganzheitliches Thema. Und dazu gehört auch, dass wir über 2,7 Milliarden Euro für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt haben. Ist das nichts? Ist das auch nichts? Ich finde, Sie sollten ein bisschen faktenorientierter arbeiten. Ein Tick Faktenorientierung. Wir wissen von den Zielgruppen, die davon besonders betroffen sind, allein die Sozialberichterstattung. Warum machen wir die denn? Damit es doch mal irgendeiner liest. So, und dann haben wir gesagt, es gibt dort vor allem 4 Zielgruppen, die besonders betroffen sind. Erwerbslose, Alleinerziehende, Nichtdeutsche und Niedrigqualifizierte. Und alle unsere Maßnahmen, die im Sozialbudget stehen, die im Haushalt stehen oder Einzelplan 08, die alle dokumentieren doch, was wir dafür tun, damit gerade Erwerbslose, Alleinerziehende wieder die Möglichkeit haben, zu Lohn und Brot zu kommen und damit nicht ausgegrenzt sind. Und dann sich hier hinzustellen und zu sagen, die Landesregierung tut nichts, es tut mir leid, das ist einfach eine völlige verzerrte Wahrnehmung. Ich kann damit nichts anfangen. Sie haben zu dem und schließlich haben wir bei der Frage auch nicht des Sozialbudgets, sondern wir haben ja auch weitere Programme, die sich dem Thema gewidmet haben. Und ich finde, wenn wir jetzt, die Landesregierung wird es sicherlich bestätigen, ich habe es mir rausgeschrieben, wir haben ja einen Sozialbericht und Lesen hilft. Und ich hätte mir gedacht, wenn die Linkspartei das wenigstens gelesen hätte, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es gelesen haben und hier die Unwahrheit sagen. Das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen wollen, Frau Kuller. Und ich gebe Ihnen jetzt mal einen Lesetipp und für alle die auch an den Endgeräten zu Hause sitzen, nehmen Sie den dritten Sozialbericht, den dritten hessischen Sozialbericht von der Seite 327 bis Seite 337. Also Sie haben doch auch einen digitalen Anschluss. Ich kann Sie auch faxen, Herr Naas, wenn Sie wollen. Also auf diesen 10 Seiten wird eng bedruckt. Auch Sie, Herr Naas, als Spitzenkandidat sollten sich dem Thema Sozialpolitik vielleicht eine Sekunde seriöser widmen. Das würde Ihnen mal nicht schaden. Ich weiß, dass Sozialpolitik und FDP ist ein Widerspruch in sich, aber versuchen Sie sich doch wenigstens einen Moment dem Thema mal zu widmen. Soziale Kompetenz kann man immer erweitern, täglich. Und dann könnten Sie lesen, dass auf diesen Seiten, 10 Seiten lang, 89 Punkte, 89, ich habe es mir heute durchnummeriert in Vorbereitung dieser Rede, 89 Punkte im Landessozialbericht sich damit beschäftigen, wo war die Landesregierung bereits aktiv und wo wollen wir weiter daran arbeiten. Über 10 Seiten. Und wenn Sie wirklich eine Sekunde auf diese Seiten geblickt hätten, hätten Sie heute nicht diese Stunde mit diesem Thema, mit diesem Antrag und diesem Tenor gemacht. Das ist unsachlich, das ist unseriös. Ich finde, Sie sollten sich dafür schämen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bocklet. Für die Landesregierung hat jetzt Staatssekretärin Janz das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja am Ende einer langen Plenumszeit. Ich hatte gerade eben noch einmal versucht, die 89 Punkte zu finden, aber die lohnen sich wirklich auch zu lesen. Und von daher danke schön an Markus Bocklet, dass er die eben noch einmal benannt hat. Meine Damen und Herren, wir leben in einem vielfältigen, wirtschaftsstarken, auch wohlhabenden, ich finde aber vor allen Dingen lebens- und liebenswerten Bundesland. Und trotzdem ist es so, dass die Krisen unseres Jahrhunderts, die Abwicklung der Corona-Pandemie, wir haben Krieg in Europa, wir haben die Fluchtbewegung weltweit, die wir auch hier in Hessen merken, die anhaltende Inflation und die Klimakrise vor große Aufgaben. Und natürlich ist es so, dass es auf vulnerable Bevölkerungsgruppen, und dazu gehört die armutsgefährdenden und die armutsbetroffene Bevölkerungsgruppen, sozusagen diese Krisen ganz besonders merken. Und deswegen ist Prävention und Bekämpfung von Armut Kern hessischer Sozialpolitik.
Und meine Damen und Herren, es ist ja richtig, und ich empfehle es auch noch einmal, wir liefern mit dem Hessischen Landessozialbericht, den wir zusammen mit Wissenschaftlern, vor allen Dingen aber auch ressortübergreifend und mit den sozialpolitischen Akteurinnen und Akteuren, unter anderem der Liga, zusammenarbeiten und sagen, wir liefern eine gute Grundlage und arbeiten daran, die Situation zu verbessern, indem wir auf der Grundlage dieser wissenschaftlichen Erkenntnis Programme und Strukturverbesserungen auf den Weg bringen, damit sie an dieser Stelle auch an der richtigen Stelle sind und das Geld, was wir dort investieren, in den unterschiedlichen Maßnahmen, alle niedergelegt im Einzelplan 8, auch an der richtigen Stelle landen. Aber natürlich ist es so, auch ungeachtet dieser Maßnahmen und auch von Erfolgen stehen wir als Landesregierung künftig in der Verantwortung, die Sozialpolitik auf dieser Basis immer wieder neu zu justieren, um sich den auch geänderten Rahmenbedingungen, um diesen Rahmenbedingungen auch gerecht zu werden. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt nicht auf alle Punkte, aber auf einige noch einmal eingehen. Aus unserer Sicht hat sich der hessische Arbeitsmarkt in beeindruckender Weise und Gott sei Dank von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt. Die ist uns ja allen schon wieder aus dem Kopf, aber im letzten Jahr und in den letzten 3 Jahren hat die uns durchaus beschäftigt. Die Arbeitslosenquote, der Stellenbestand und die Beschäftigtenzahlen waren in Hessen schon 2022 wieder auf Vorkrisenniveau. Arbeitslosigkeit, das wissen wir auch, ist eine der Hauptursachen für Armut und auch Armutsbedrohung und auch für Verunsicherung. In Hessen wollen wir deswegen alle diejenigen erreichen, die bei der Suche nach einer dauerhaften und existenzsichernden Beschäftigung besondere Schwierigkeiten haben. Und das tun wir mit vielfältigen Programmen. Auch die sind niedergelegt in den 89 Punkten, vor allen Dingen aber auch in unserem Einzelplan. Ebenso reagieren wir auf die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt, die vor allem in den Ballungsgebieten Menschen mit niedrigem Einkommen und Vermögen trifft. Angesichts der aktuellen Lage hat die Landesregierung die Mittel für die soziale Wohnraumförderung deutlich erhöht und forciert den Bau von Sozialwohnungen. Das ist ja hier auch schon deutlich geworden. Der Anteil der Sozialwohnungen steigt. Ich nenne eine Zahl aus dem Dezember 2022, 22.172. Damit gibt es in Hessen das zweite Jahr in Folge mehr Sozialwohnungen als im Vorjahr. Und der Zuwachs hat sich im Gegensatz zum Jahr 2021 mehr als verdoppelt. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Über das Thema Bildung, das fange ich jetzt hier an dieser Stelle nicht an. Da muss man so vertieft einsteigen. Das haben Sie ja an unterschiedlichen Stellen auch gemacht, dass das sicherlich in jedem Fall zu kurz gesprungen wäre. Aber strukturell ist das Thema Bildung natürlich dazu geeignet. Beginnt mit der Schule bzw. den vorschulischen Einrichtungen Armut zu bekämpfen. Und hier gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die auf der Landesregierung sozusagen strukturiert werden und auf den Weg gebracht sind bzw. auch gestaltet werden, sodass sie auch einen guten Teil der Armutsbekämpfung bieten. Vielfältige andere Programme erleichtern die soziale und kulturelle Teilhabe für von Armut betroffene Zielgruppen. Ich nenne hier vor allen Dingen das Thema Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen und Quartieren mit besonderen sozial- und integrationspolitischen Herausforderungen. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung der sozialen Teilhabe. Und auch das ist schon benannt worden, deswegen mache ich es kurz. Verkehrspolitik ist natürlich ein Teil der Sozialpolitik. Mobilitätspolitik ist ein Teil von Sozialpolitik. Und wir gehen davon aus, dass unser Deutschlandticket von 49 Euro subventioniert auf 31 oder sozusagen mit dem Hessenpass mobil für 31 Euro im Monat und sagen auch für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die darauf Anspruch haben werden, einen guten Schub in Richtung Teilhabegerechtigkeit im Bereich Mobilität geben wird. Meine Damen und Herren, das ist mir wichtig. Wir wissen, dass ein gesundes Leben in Deutschland, die Chancen, ein gesundes Leben führen zu können, ungleich verteilt sind und dass das auch mit Armutsentwicklung zu tun hat. Alleinerziehende, Arbeitslose oder Menschen mit Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen und haben damit geringere Chancen auf ein gesundes Leben und auf einen guten Zugang zum Gesundheitswesen. Und ja, da sind durchaus noch Dinge zu tun. Wir setzen uns als Landesregierung dafür ein, vor allen Dingen auch auf der kommunalen Ebene die gesundheitliche Chancengerechtigkeit zu fördern, unter anderem mit dem Aufbau kommunaler Gesundheitsstrategien für die flächendeckende gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum, aber auch in den Städten und Stadtteilen mit sozialen Entwicklungsbedarfen.
Und ich denke, diese einzelnen Maßnahmen sind in diesem Kontext strukturell eine gute Maßnahme. Unser Sozialsystem, meine Damen und Herren, trägt für all die Sorge grundsätzlich, die aufgrund von Alter, Krankheit oder Arbeitslosigkeit kein oder nur ein sehr geringes Einkommen erzielen können. Dennoch haben wir als Landesregierung, und Sie haben das ja als Haushaltsgesetzgeber auch gutiert, über die Pflichtaufgaben hinaus eine Fülle von Programmen und Maßnahmen eingeführt, die teilweise deutlich über die gesetzlichen Vorgaben hinausreichen oder diese ergänzen. Ich nenne nur eine, jetzt bezogen auf die Energiekrise im Rahmen des Hilfspakets. Hessen steht zusammen, legt die hessische Landesregierung aktuell eine mit 30 Millionen Euro dotierten Energiehärtefallfonds auf, um 2023 und 2024 Stromsperren und energieschuldenbedingte Kündigungen zu verhindern. Das ist nur ein Baustein in Maßnahmenpaketen, die wir sowohl im Bereich Corona wie auch jetzt im Bereich der Energiekrisen aufgelegt haben. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, leistet die Landesregierung in allen Politikfeldern, in denen das Land Gestaltungs- und Finanzierungsspielräume hat, große und auch erfolgreiche Anstrengungen zur Überwindung und Vermeidung von Armut. Und in diesem Zusammenhang möchte ich die beispielhafte Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und den sozialpolitischen Akteurinnen und Akteuren aus Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und der kommunalen Familie hervorheben, mich an dieser Stelle für die kritisch-konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Diesen in Hessen eingeschlagenen Weg möchten wir wiederum fortsetzen und arbeiten daran, dieses auch zu tun. Das wird uns auch in Zukunft viel Freude bereiten und auch gelingen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Reaktion. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Jans. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen gibt es die Reaktionen dann im Ausschuss, weil wir den Antrag der LINKEN mit der Drucksache 20-11027 dann zur weiteren Beratung in den SIA überweisen.